Wunderschöne Lesung. Was waren die anderen? Was ist heute? Ich habe heute eigentlich Bock, mit irgendjemandem was zusammenzumachen vielleicht. Stigi, Kevin Tag, maybe? Macht der. Später das Ding irgendwann gelöscht wird. Dann gucke ich immer mal wieder nach. Oder wie schafft er das? Wie schafft er das? Jedes Mal. Dann, ja, Speicher. Du denkst es. Wie schafft er das jeden fucking Tag, Bro? Ey, Kevin, ja, lass machen. For real. Bis 20 Uhr. Easy. Ich rufe dich an. Ey, was geht ab bei dir? Was geht ab? Berlin anders, ne? Ein bisschen. Was willst du? Dein Soundqualität ist in Berlin ein bisschen anders. Schlechter? Nee, das würde ich nicht sagen. Also Apex klingt actually geil. Ich glaube, Apex ist halt auch so Lernkurve steil, also oder? Das Ding ist, ich würde gerne mal wieder... Wir haben so lange Apex nicht gespielt, Bro. Und in meinem Kopf... Kennst du das, wenn du so irgendwas lange nicht gemacht hast und man merkt sich nur noch die guten Sachen? Man hat zum Beispiel mit einer Person lange nichts mehr zu tun gehabt und dann denkt so, das war echt immer ziemlich chillig damals mit der Person, weil man die negativen Sachen einfach vergessen hat. Und so, ich glaube, so ist es mit Apex. Deswegen Liste schreiben. Bist du so ein Pro-Kontra-Notizen-App-Arzt oder was? Nein. Wichtig ist, bei einer Ex-Freundin keine Pro-Liste, sondern nur Kontraliste. Based. Nein, ist so. Based. Hör zu. An die positiven Sachen erinnerst du dich ja sowieso nach so, die positiven Sachen sind ja die Problematik so nach zwei Wochen. Weißt du, wenn du dann dir die negativen Sachen aufschreibst, dann checkst du nur noch nach zwei Monaten, wenn du so drüber nachdenkst, eigentlich war schon cool die Zeit. Dann checkst du, nein, du hast ja die Liste, das sind alles Sachen, die dich abgefuckt haben. Ey, Bro, ich sag ehrlich, damit hatte ich nie ein Problem. Also das hab, ja, weil also, du halt zwei Wochen später einfach eine andere hattest, du Wichser. Nee, schon zwei Monate später, aber so. Okay. Bei meiner Beziehung waren immer so, Bro, dass halt so, die Beziehung hat schon so geendet, während ich in der Beziehung war. Ja, okay, check. Weißt du, die sind immer so ausgefadet am Ende. Hast du Rohrstream offen? Nee. Warum? Ist er wieder verkleidet? Und sieht aus wie immer. Ja. Findest du dope? Ich finde, er sieht actually fresh aus als sonst. No joke. Finde ich auch. Er sieht actually cool aus als sonst, Bro. Die Frisur steht ihm auf jeden Fall besser als die Fuckboy-Locken da vorne, Bro. Bruder, der muss unbedingt wieder anfangen, Gras zu rauchen, Mann. Was zum Fick geht da ab? Nächstes Mal musst du auf Bühne. Ja, ich glaube auch. Ist Raf Camora wieder Köln dabei? Weißt du das? Nee, kein Plan, Bro. Hast du Raf Camora kennengelernt? Mm-mm. Ich habe ihm nicht mal Hallo gesagt. Habe ich nicht getraut. Ja, er stand neben mir. Echt jetzt? Ja. Aber was denkst du? Kennt er dich? Ja klar, jeder kennt mich. Nee, ich glaube nicht. Weil ich sage auch, er kennt dich nicht. Nee, also ich glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Bones war auch, das habe ich nicht verstanden, Bones war auch da, ne? Aber Bones war nicht auf der Bühne, obwohl ohne mein Team performt wurde. Vielleicht war da das Budget alle. Ja. Vielleicht war das Agro-Budget da leer. Ich sage, dass Bones auf jeden Fall schon was von dir gehört hat. Ja, halt, also ich würde schon sagen, wegen halt Pascal alleine. Ja, wo ich halt sagen, genau, wegen Pascal, auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig. Aber ich habe eigentlich allen Leuten, wo ich sagen würde, da bin ich schon Fan von, würde ich sagen, habe ich schon mal Hallo gesagt. Also ich finde Sam Payne zum Beispiel übelst geil, dem habe ich mal kurz Hallo gesagt. Monk und Longos waren kurz da, den habe ich Hallo gesagt. Alles Atzen. Contra K habe ich Hallo gesagt. Mann, Bro, no joke, Contra K war übernett auch. Wir haben den ja getroffen in London. Bro, der war wirklich sehr, sehr nett. Der hat mir danach noch bei so Insta geschrieben. Mein Bruder, wirklich, wenn der wüsste, ne, was ich da im Stream immer sage. Aber so. Der Kontrakt hat mir auch geschrieben. Bro, er war so übernett. Er meinte so, hi, yo, was geht? Wenn ihr noch Bock habt, irgendwie noch nach dem Spiel was zu machen, dann schreib kurz, dann machen wir was oder so. Voll cool. No joke, sehr korrekt, Digga. Weißt du, was Kontrakt mir geschrieben hat? Was hat er geschrieben? Du kennst ja meine so Statur, ne? Und alles so, du kennst mich ja. Ja, so opfermäßig. Ja, for real. Also, ganz normal, es war nur ein Joke. Nein, pass auf, was ich jetzt sage. Pass auf. Wie er darauf anspricht, Digga, sag doch irgendwas dagegen. Er sagt, ja, genau. Halt's Maul. Nein, weil du weißt. Also, in dem Kontext, ich bin jetzt nicht so eine Gefahr für andere Menschen, oder? Das meine ich zum Beispiel. Bro, das würde ich nicht sagen. Gefahr im Sinne von deiner Stadt, von deinem Körper her? Ja. Ja, das schon, ja. Ansonsten schon. Genau. Okay, das stimme ich dir zu. Ja, okay. Und dann habe ich halt einfach irgendwann mal so gedroppt, glaubt ihr, ich könnte Contra K auf die Fresse hauen? Weil sie mich halt... Nein, es ist für mich halt ein ganz klarer Gag, wenn du Contra K... Yeah. Ich meine, hast du das Video im Kopf, als er gegen die Polizisten da, die einfach zu, weiß ich, 8 vs. 1 nimmt so? Nee, kenne ich nicht. Ich auch nicht dann. Aber oder kennst du das, wo die Palme so kaputt boxt? Nein, Bro, ich bin nicht so deep drin in der Contra K. Die Sachen kennt man. Warum hat Bro eine Palme geboxt, Digga? Was für... Contra K.
Ja, weiß ich nicht, gemuckt oder so, pass auf. Bro, what the fuck? Hä, du kennst den Palmboxer nein, nicht? Nein, was zum Fick, Digga. Was zum Fick soll das jeder sein? Kennt. Kein Schwanz kennt das. Doch, doch, das war falsch, was ich geschickt habe. 3, 2, 1, los. Damit ich weiß, wieso mein Herz. Klick an, bist du ready? Bist du ready? Digga, er denkt Survival-Film einfach. Hallo, ja. 0-0, wir gucken zusammen. 3, 2, 1, los. Digga, er baut ab einfach. Er ist gerade in Rust gespawnt. Er baut wirklich. Er baut die Palme einfach. Kennst du das nicht? Nein. Kennst du das nicht? Nein, what the fuck? Aber pass auf. Schau. Er hat die abgebaut, Digga. Digga, er hat die einfach tot gemacht, Digga. Er hat die einfach. Arg einfach. Bro, gleich jetzt im Dino einfach. Er reitet gleich auf Dino rum. Und jetzt, wo du auch nochmal das so siehst, ist es für dich halt noch lustiger, die Frage zu stellen: Glaubst du, ich könnte ihm auf die Fresse hauen? Weil, also ja, Bruder, der Typ würde dich halt komplett zusammenschlagen. Der würde mich wirklich mit einem Schlag würde mich halt beenden, glaube ich, das wäre krank. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall das halt so gesagt so. Und dann wurde ihm der Clip geschickt. Ja, ja, was hat er gesagt dann? Dann hat er eine Sprachnachricht geschickt. Die wurde dann, hat er nochmal zurückgezogen, weil ich glaube, ich habe die nie gehört, diese Sprachnachricht. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er in der Sprachnachricht so gedacht hätte, das ist ein bisschen ernster gemeint, vielleicht, ich weiß es nicht. Und dann hat er geschrieben, dass er das so gesehen hat so und dass er mich gerne nach Berlin einladen würde zum Trainieren und so. Ja, yeah, sure, zum Trainieren. Nein, ich habe auch wirklich Angst. Du wirst an den Füßen, wirst du so festgebunden an so einem Kabelbinder. Dann wirst du so an die Decke gehangen, Bro, dann bist du ein lebendiger Boxsack, Alter. So eine Nummer wird das. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass es genau ist, also wirklich. Warte, ich zeig dir. Screenshots. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass das noch einen Haken gab. Dann habe ich halt so geschrieben, so, dann am Anfang habe ich auch gedacht, so, ich antworte da nicht drauf. So, ich dachte, der hat das halt so gesehen, hat einfach so geschrieben, so, yo, wenn du Bock hast, bist du herzlich eingeladen, aber nicht so auf ernst gemeint, ne? Dann wurde mir geschrieben, so, dass der das schon ernst meinte, irgendwie, so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, auf jeden Fall so, aber ich bin halt jetzt nicht so 6 Monate außer Übung und so. Ich kann gar nichts und so. Oder was für 6 Monate außer Übung? Dein Körper sah so aus, als wärst du schon, weiß ich nicht. Hey! Als wärst du doch nie in Übung gewesen, Arschloch. Hey! Digga, ich bin im Fitness. Hey. Achtung, warte. Also, soll ich Bildschirmübertragung machen? Schur. Und der Twist kommt am Ende noch. Warte. Pass auf. Herzlich eingeladen zum Training und Co. Hab gehört. Den Stream. Bro, hey, was ist das für. Das sind richtig komische Wörter. Ja, ja. Natürlich auf Liebe-Basis. Eben, genau. Da habe ich ganz lange nicht geantwortet. Guck, oder ganz also kurz, ich finde da eine Sache sassy: das ist ein Pflaster-Emoji, Bro. Das Pflaster-Emoji finde ich ein bisschen sus. Ich habe es mir halt auch gedacht, ne? Ja, eben, das war so der Anfang dann da. Und dann habe ich gedacht so, ja, okay, ich antworte da nicht raus. Ich dachte, das Erste ist doch irgendwie nur so. Ich check gleich Donuskuskus. Wenn jemand dir sowas schreibt, dann denkst du doch so, ja, der meint es nicht komplett ernst, dass ich echt da vorbeikommen soll, oder? Doch schon. Ich finde, die erste Nachricht ist ein bisschen goofy geschrieben, aber schon. Bro, ich habe mit Kalim, schreibe ich ab und zu so auf Insta-DM. Also ich weiß nicht, ob du kennst den Rapper Kalim. Und ja, er hat mir letztens so geschrieben, so, also, ich glaube auch, es war auch so eine Sprachnotiz, da hat er so gesagt, so, da meinte er so, yo, also ich habe wegen irgendwas anderem habe ich halt geschrieben und dann meinte er so, ja, genau, ey, du hast ja diesen Podcast, ich muss unbedingt mal vorbeikommen. Und dann meinte ich so, habe ich so nächsten Tag geschrieben so, oh, hi, was geht, Bro, ja, safe, wäre übelst geil, lass safe machen und so. Dann hat er so geschrieben, ey, Bro, ich war gestern ultra voll, Mann. Ich war gestern ultra besoffen, als ich die Sprachnotiz gemacht habe, aber Podcast trotzdem gerne, Digga. Pass auf, dann, ich habe gedacht, okay, ich schreibe lieber nicht. Und dann haben Leute gesagt, ich soll doch anschreiben. Hab richtig Bock, ja, bin kompletter Lappen, aber bekomme ich hin. Und als Beweis, dass er nicht denkt, dass ich wirklich mucke, habe ich meine Health-App dazu geschickt. Smart, oder? Oh Gott, cringe. Warum? Digga, das ist überpeinlich. 800 Schritte, so low. Ist es halt wirklich, aber das ist ja wie gesagt so. Trotzdem habe ich ja damit dann ihm zeigen können, so. Obacht, erwarte gar nichts. For real, erwarte nichts. Ja, so. Okay. Wo sehe ich das? In der Health-App? Wie viel habe ich? Einfach Health-App, genau. Und dann kannst du halt so alles so einstellen. Oh, ich glaube, ich habe die nicht an. Du kannst die jetzt noch anmachen. Die trackt nach im Nachhinein. Habe ich genau da auch gemacht. Ja, okay, warte. Das ist über krass. Ah ja, hier. Okay, ich habe im Durchschnitt 3000 Schritte am Tag. Also auf welchem Zeitraum oben? Die letzte Woche. Mach mal 6 Monate. 4000 Schritte. Ist okay. Ja, okay. Aber guck mal. 4000 Schritte also pro Tag ist fein. Naja, eigentlich glaube ich zu wenig. Also, guck mal, ich ja, ist ja zu wenig, 1, aber ist okay. Für guck mal, ich habe ja auch 1,5 ne, im Durchschnitt. Ja. Sogar auf die letzten 6 Monate, obwohl ich irgendwie, also ja. Ja. Keine Ahnung. Ja, dann hat er geschrieben, mitmachen zählt.
weißt du? Und dann habe ich gedacht, ja, Achtung, jetzt ein bisschen, wenn man erzählt, sag mir, wann bei dir chillig wäre. Ich schaue, ob bei mir passt. Wir haben einen Termin. Wann immer du Lust hast, auch ohne jeden Quatsch, steht dir immer offen die Tür. Viel Erfolg bis dahin. Ich melde mich. Danke, mein Digga, bisschen guter. Danke, du weißt, du hast mit einem echten Tier zu tun, wenn da so ein Metall-Emoji ist. Das ist so ein Metall-Bizeps, Digga. Bizeps, das ist einfach der Metall-Bizeps. Ich sag dir ehrlich, eigentlich würde ich genau das Gegenteil denken. Wenn jemand Metall-Bizeps schickt, ist ihm zu wichtig zu zeigen, er ist eine Maschine. Aber wie gesagt, dann habe ich mich zurückerinnert an die Palme. Und dann wusste ich, seitdem ich das so gezeigt habe, schicken die mir die ganze Zeit solche Videos, wo er so Schattenbox macht und halt so Sachen kaputtboxt. Das ist so krass, Alter. Ich hab so Angst. Ja, meine Jungs haben mich gestern wieder daran erinnert. Es kam einfach vor 10 Monaten ein Video online, wo ich gegen Felix Sturm, ehemaligen Weltmeister im Boxen, einfach gesparringt hab. Auf Augenhöhe, aber. Auch wild. Ey, er meinte, der war auch übelst korrekt, der meinte, dass ich eigentlich gar nicht so scheiße geboxt habe dafür, dass ich zu dem Zeitpunkt irgendwie erst seit 6 Wochen dabei war. Er meinte, es ist echt fein. Um die Geschichte dann hier noch abzurunden, gab es dann nach der ganzen Sache eine 3K-Dono vom Contra-K-Werbebudget. Wie? Ja, einfach so. Willst du mir sagen, Contra-K hat dir 3000 Euro donated? Ja. Was? Also ja. Was? Ja, und dann weißt du, was ich da gesagt habe? Was? Okay, wenn man das so, ich habe jetzt links unten in der Logo-Rotation nach GeForce-Stuff und so Nvidia-Stuff, ne? Kommt einfach Contra-K-Logo. Nein, shut up. Doch, habe ich jetzt einfach, es ist einfach mein Sponsor. Deswegen, ich mache jetzt in diesen Playlists, die nachts laufen, neben Kevin, Basti, Paluten, ne? Kommt immer mal wieder so ein Erfolg ist kein Glück und so Song rein. No way. Kannst du das beschleunigen, dass wir das kurz sehen? Ich kann es sagen, wenn es da ist. Bruder, das macht gar keinen Sinn. What the fuck? Es ist gerade da. Digga, what the fuck? Das sieht geil aus, oder? What the fuck, Digga. Sponsor von Contra-K. Ich sag ehrlich, man checkt gar nicht, dass da Contra-K steht. Nee, habe ich aber auch nicht gecheckt. Also, da muss ja das muss ja nochmal überarbeiten, Bro. Das checkt man nicht. Das sieht aus, als wäre das so ein Herr der Ringe-Franchise oder so. Nein, ich bin eher so eine Band, weißt du? Ja, ja, so eine Rockband. Ja, ja, so eine Rockband. So geraucht wird in den Räumen noch. Ja, ja. Digga, wie viele Partner hast du? Holy shit, Bruder, läuft bei Digga, dir. Digga, chill mal, nein. Digga, holy shit. Klar, Subbaton kostet viel Strom, Alter, und so. Ja, nee, check. Die meisten sind ausgedacht, sowas wie Contra-K. Die haben ja alle kein Geld gegeben. Ich mach's einfach nur so aus Gag rein, weißt du? Ja, ja, schon. So, das ist so ein bisschen. Finanzgut auch nicht, oder? Nee, schon. Ach, scheiße. Ja, aber dann sehen wir uns in Berlin, oder was? Wenn ich ihm auf die Fresse hau? Oh, hoffentlich nicht, Digga. Oh, darf ich dir auch nochmal auf die Fresse hauen? Erst wenn ich mit ihm fertig bin, weißt du? Ich muss meine. Ich habe ein bisschen gedacht, dass die 3K auch einfach Arztkosten schon sein könnten. Stell dir vor, er denkt sich einfach so schon mal, ja, nee, hier. So. Ey, ich würde dich voll gerne mal im Sparring einfach zusammenschlagen. Oh, Digga, das klingt so nach Jochen Schweizer. Ich biete an, schlag mich im Sparring zusammen. Einfach so, keine Ahnung, was willst du zahlen? So richtig zusammenschlagen. So einfach, ich hab gar keine Deckung. Also du gibst mir so 1000 Euro und dann schlagen. Ich geb dir 1000 Euro, dass du mich zusammenschlägst? Ja, ist ja der Service. Ich stehe da nicht drauf. Das ist eine Dienstleistung. Ich stehe nicht drauf. Ja, aber so funktioniert das Business also, halt. Manchmal nicht, also. Ja. Also. Doch, du bist schon so ein BDSM-Schwein. Du bist so einer, der so wie kennst du so einen Spanferkel, was so einen Apfel im Mund hat? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dass ja. Du direkt die Stimme versagt. Ja. Ja, ja, erzähl weiter. Ja, ich bin ganz ohr. Ja, so liegst du wahrscheinlich immer da und wirst dann ausgepeitscht. So stellst du mir jedenfalls vor. Digga, ich dachte schon, du meinst, du willst jetzt sagen, dass ich echt an so einem scheiß Stab draufhänge oder so. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Nein. Doch, der ist übel warm da oben. Das mache ich nicht. Zahl mir 1100 Euro und du kannst mir auf die Fresse schlagen. Wie viel? 1100. Ja, okay. Wie? Ich habe einfach gehofft, du sagst nein. Ja, für 1100 würde ich es machen. Das können wir dann ein Video draus machen. Dann zensieren wir dich wieder mega geil und dann. Aber wenn du mit mir fertig bist, müssen wir eh nichts zensieren, du weißt. Der von Contra-K ist einfach nur so Matsch am Ende. Du denkst, ja, scheiß drauf, jetzt ist er eh ein anderer. Wir machen es so, vorm Vlog, vorm Contra-K-Vlog, dann nicht zensieren, weil das ist eh dann nicht mehr. Das ist dann das Vergangenheit so. Danach komplett anderer Mensch. Digga, ich baue da mal einmal alles um. Digga, einfach wie nennt man das in Minecraft, wenn man so einen Berg wegmacht? Terraform. Ja, ja. Ich terraform dein Gesicht, Bro.
Ey, ich würde aber wirklich immer gegen dich boxen. Ich bin auch nicht mehr, also ob wir es halt nicht mehr so in Übung. Ich weiß ja, wo auch deine Schwachstelle ist, ne? Nee, wir würden schon mit Kopfschutz machen. Obwohl, oh, gegen dich brauche ich nicht. Oh. Gegen dich brauche ich aber nicht. Krieg ich Kopfschutz? Nee. Nee, wir können dann also, du kannst ruhig Kopfschutz haben, dann knall ich dir ein paar Dinger in die Leber oder so. Oh. Digga, ich habe unfassbar Bock, meine Freunde zusammenzuschlagen, ne? Auch mal so Hugo oder so einfach mal zusammenprügeln. Ja, nein, aber weißt du, warum Hugo? Weil du ganz genau weißt, er wird davor große Töne spucken. Und das ist so geil. Weil ich sag, bei mir wirst du mich nicht provozieren können, dass du noch mehr aggressiv auf mich wirst, so, glaube ich. Also du guckst nachts die Streams hier. Aber bei Hugo, du kannst dir jetzt richtig, Digga, Hugo, du denkst echt, du hättest eine Chance. Ja, ja, ich hätte eine Chance. Hugo, glaubst du wirklich? Würdest du echt so im direkten 1 vs 1 schaffen, Digga, mit Samurai? Einfach Hugo nach jeder Runde fragen, wo er jetzt hinzieht, ob nach Madeira oder nach Köln. Und immer wenn er Madeira sagt, kriegt er wieder eine. Schön wieder und zack, noch eine in die Leber rein. Herrlich. Ah, wir sind gleich fertig. Gleich geht's los. Digga. Aber willst du nochmal boxen? ich glaube schon, aber ich weiß nicht, Mann. Ich werde demnächst mal mit meinem HNO-Arzt labern. Ja, das ist for real, das finde ich ein bisschen lame. Digga, Alter, Felix hat mir so auf die Fresse gehauen, Alter. Weil ich finde, ja. Der war untreffbar, Bro. Der war so schnell, Mann. Glaubst du nicht, du würdest mit ein bisschen Training in Down machen? Wen? Felix Sturm? Ja, Felix, ja. Bro, der war mal Weltmeister. Also, du bist nicht Hugo, ne? Digga, imagine, Bro. Nee, ich glaube, ja. ich könnte Revi easy fighten. Hä? Ich sag, wobei easy nicht. Nee, jetzt wo ich gerade easy nicht. Es wäre schon ausgeglichen, aber ich wäre ein bisschen besser, glaube ich. Aber ich glaube, Revi hat halt mehr Training, oder? Revi hat halt mehr Power, aber ich habe, glaube ich, mehr Boxtraining gehabt halt. Du glaubst, dass du mehr Boxtraining hattest als Revi? Ja, ich glaube schon. Revi hat doch nicht so viel trainiert, oder? Ich hätte gedacht, dass er jetzt noch immer mal wieder trainiert. Nein, Bro, Revi macht nur normales Training. Also es gab diesen einen, also Bro, also ich weiß nicht, das, was ich jetzt gesehen habe von ihm, war halt dieser hier, ne? Der Hugo-Fight. Der Revi-Hugo-Fighter, Bro. Ja, ja. Willkommen zur offiziellen Pressekonferenz. Ja, das war halt absolut. Sound Cologne. Das war First Hit Talk einfach. Go! Digga, Hugo. Digga, weil Hugo fällt auch so theatralisch, Digga. Oh, er klatscht richtig, Digga. Und er war danach richtig benommen, ne? Das ist richtig krass gewesen. Show Revi gegen Amar, Bro, das gibt's doch gar nicht, oder? Alter. Boah, Alter. Also, da geht's ja voll ab. Da sind ein paar Schwinger. Erwartet. Digga, er macht so Seitenpeak, Bro, Digga, als wäre so Rainbow Six. Digga, er. PUBG. Alter. Digga, ich hab den Fight auch nicht gesehen, das ist krass. Ja, das sind so Schwinger, ne? Wenn die treffen, dann können die schon knallen. Digga, Revi macht aber ernst, ne? Break, stopp. Hinterkopf. Hier, Hinterkopf. Nicht auf den Hinterkopf hauen, ja? Oha, Digga. Wie sauer. Boah, man, Boxen ist so ein geiler Sport. Ich weiß nicht genau, wie gefährlich das fürs Ohr ist, wenn ich einen Kopfschuss habe. Weil wenn ich einen Kopfschuss hätte dann und es ist nicht gefährlich fürs Ohr, dann würde ich auf jeden Fall nochmal boxen. Aber es ist halt nicht dasselbe mit Kopfschuss halt. Und ich glaube, dass man auch mit Kopfschutz, dass es auch das Ohr gefickt werden kann. Ey, riskier's doch einfach. Kopfschutz, Chad, what the fuck. Riskier's einfach, shut up. Findest du, ohne Kopfschutz wäre es was anderes? Mit ist das anders? Ja, mit Kopfschutz ist voll low. Wieso? Also ich finde... Also jetzt bei Sparring oder so, okay, aber ich meine jetzt bei richtigen Boxfight ist schon cooler mit quasi offenem Kopf. Ja, aber ich finde, wenn du jetzt so vorne eine drauf bekommst, dann bist du halt doch da auch komplett benebelt. Also, ja, schon. Der jetzt von Revi, der hat richtig gesessen. Digga, Revi gibt so Schwinger, ne? Ja. Bro, what the fuck, Digga? Revi fightet wie so ein richtig sloppy programmierter Boss von so Dark Souls oder so. So ein Mini-Boss einfach. 10 Sekunden noch, komm. Digga, aber Revi ist schnell. Hey, der Ton ist so leise, ne? Der ist auf Maximum. Ja, sau nervig. Die haben selbst im YouTube-Video den Ton nicht gefixt. Was ist das hier, Bro? Ein Trimax-Projekt? Boah, ey, ja, wir müssen... Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich beim nächsten Mal beim HNO-Arzt bin, Bro, dann werde ich auf jeden Fall mal abklären... ich mach's Stream wieder aus. Dann werde ich auf jeden Fall mal abklären, ob ich boxen kann mit Kopfschutz, mit dem Ohr. Oder vielleicht sogar ohne, mit dem Ohr. Und dann werden wir auf jeden Fall mal den großen Sparring-IRL-Stream machen, Digga. Wo wir dann so One-We-Ones machen. Ich will auf jeden Fall Zabix gegen Felix oder sowas sehen. Oder vielleicht sogar ich gegen Felix, wäre auch geil. Boah, Zabix gegen Felix wäre aber auch unfair, muss rumkommen. Oder? Dann will ich würde voll gerne auch mal Sparring gegen Tomatolix. Einfach mal Tomatolix auf die Fresse hauen. Bruder, das wäre so geil. Aber während er drauf ist. Digga. Ihr müsst beide eine Party nehmen. Wie ist das zu boxen auf MDMA? Das neue gegen Serie. Gegen jemanden, der gekokst hat.
Alter. Ja, wir waren so Drogenbattle. Ja, so Drogenkombination. Drogenturnier, genau. Bro. Einer ist komplett stoned. Einer muss immer so Koksnasen nachlegen. Einer ist nur auf MDMA. Und so. Hugo Chat, for real. Hugo nimmt einfach nichts. Hugo ist einfach normal. Ja. Das reicht schon. Und Chat muss immer raten, wer was nimmt. Bro. Alter. Digga, imagine. Das wäre krass. Das wäre wirklich gut. Das wäre krass. Alright, wenn du wieder boxen würdest, wären große Events was für dich in Deutschland? Box-Events? Boah, das ist irgendwie so komisch, Mann. Man hat sich da halt damals noch, ich habe halt 6 Wochen mich drauf, also ich habe ja 6 Wochen jeden Tag trainiert. Und Bro, ich glaube, das war die depressivste Zeit meines Lebens. Also, wegen Training? Also ich war da wirklich schon sehr, 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 sehr am Arsch immer. Ja, Bro, es war halt on top auch noch diese Vlog-Phase und es war auch so die nervigste Phase davon. Aber ich wüsste auch, ich hätte gar keinen Bock zu streamen. Weil das war, Bro, ich war so knock. Ich bin nach Hause gekommen. Digga, Mo, mein Trainer, der hat mich da immer so krank gefickt da beim Training. No sexual. Der Junge, der hat da immer wirklich, sind da immer so dumm gegangen, Bro. Ich war so am Arsch. Ich bin nach Hause gekommen, hab was gegessen und hätte einfach schlafen gehen können wieder für den ganzen Tag. Also ich war wirklich richtig, richtig am Sack, Bro. Deswegen, I don't know. Boah, das stelle ich mir echt scheiße vor. Nach so Boxring noch streamen und alles und dann... Ja. Du müsstest halt ordentliche Summe bezahlt bekommen. Ja. Mhm.